und Rampage Drop. Yee! Woo! Hi, hier ist Marc. Ich bin heute hier im Wald und es geht um das Thema Rampage. Zwar, ihr wisst, das sind die ganzen Drops in Utah. Natürlich möchte man auch gern natürliche Kanten springen können. Da habe ich ein Video, das verlinke ich euch, wo ich euch Fahrtechnik-Tipps gebe, wie man natürliche Kanten springt. Aber heute möchte ich euch inspirieren. Ich habe ein paar Bilder von mir aus anderen Zeiten, wo ich Drops hatte. Und ich habe jetzt hier mein Freeride-Bike, mein Ersatz-Freeride-Bike quasi, neben dem Polygon. Dann habe ich hier einen Drop und ich möchte euch einfach dazu inspirieren, haltet die Augen offen. Ich drehe jetzt mal die Kamera um, dann seht ihr hier, sieht auch schon interessant aus. Vielleicht könnte man da hinten irgendwo noch was senden, da müsste man aber auf jeden Fall ein Big Bike haben, weil die Landung relativ flach ist. Hat schon mal ein Kumpel von mir überlegt, mir ist es auf jeden Fall zu krass. Also wie gesagt, die Fahrtechnik-Tipps für natürliche Geländekanten oder wenn ihr hohe Drops macht, habe ich auch ein Video, mentale Tipps für hohe Drops, wie man sich steigert, verlinke ich auch. Ich verlinke noch ein Video von Patrick Rasche, der hier auch im Sauerland richtig, richtig krasse Drops gemacht hat. Das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Man hat jetzt dieses Rampage-Feeling. Wir haben jetzt keine Wüstensteine. Ich nehme jetzt mal zwei Hölzer und markiere mir hier die Linie an dieser Dropkante, weil ich weiß, ich will ungefähr da hinten landen. So. Und wenn ich hier auf die Kante zugerollt komme, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich lang muss. Weil ich habe in der Landung nur so einen schmalen Korridor am Ende, wo ich durch muss, damit ich nicht in irgendein Gebüsch reinfahre. Das ist dann vielleicht so ein bisschen wie bei den alten Rampage 2001, wo Wade Simmons gewonnen hat. Ich habe das damals alles auch verfolgt, da haben die halt noch nicht alles da gebuddelt und geshaped. Da war das noch ziemlich raw und überall waren Büsche und die meisten Rampage-Stürze waren, dass irgendwelche Biker in die Büsche gefahren sind und sich dann überschlagen haben, nach den Drops, ja. Genau, und natürlich ist es auch ein bisschen so, wenn man ein bisschen die Landung vielleicht frei macht, dann klettert man hier so ein bisschen rum und man merkt schon, ähnlich wie bei der Rampage, dass es fast gefährlicher ist, hier zu Fuß zu sein, als mit dem Fahrrad, sofern man halt Droptechniken drauf hat. Und haltet mal eure Augen offen, wo ihr Kanten findet. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder von ehemaligen Drops. Und mega, du siehst was, du visualisierst das, ah cool, da können die springen, da landen und das dann umzusetzen, das ist halt Freeride pur und nicht immer nur Bikepark, alles ist gebaut mit TÜV-Siegel, ja, das macht auch Spaß, muss sich da keine Sorgen machen, man kann einfach runterfahren, aber dieser Freeride-Gedanke ist schön. Ich habe eine Bitte und zwar hinterlasst dabei keine Spuren oder wenn ihr welche Spuren hinterlassen habt, dann beseitigt die nachher wieder, weil ihr wisst, wir fahren auf Trails normal. Und wenn man mal halt irgendwie einen schönen Drop sieht und man macht den, dann sollte man danach wieder alles so herrichten und wie es war und nicht irgendwie da ein Schlachtfeld hinterlassen. Weil wir sind ja froh, wenn wir unseren Sport ausüben können und denkt an die Trailregeln und keinen Müll hinterlassen und natürlich auch keine Spuren. Und bei sehr weichem Boden auch bitte das lassen. Auf Halden oder Baustellengeländen gibt es auch oft schöne Drops und da könnt ihr auch mal gucken. Und sucht euch immer eine schöne Landung dabei. So, liebe Leute, ich bin jetzt hier an dem Drop, den kennt ihr aus dem einen Video. Wie gesagt, im Wald hier gibt es sicherlich noch höhere, aber da müsste ich erst für was präparieren und teilweise sind sie mir auch zu hoch. So 2-3 Meter mache ich, mehr auch nicht. Und das ist ein bisschen kleiner hier. Schaut euch das mal an. Im Video sieht es jetzt noch kleiner aus. Ich gucke mal, ob man es irgendwie da sehen kann. Also hier ist halt die Absprungkante. Dann geht so 1,5 Meter und dann ist die Frage, wie weit landest du rein? Eine relativ steile Landung. Ja, und ihr werdet sehen, ich kletter jetzt mal wieder hier hoch und hab hier mein 2009er Freeride Bike. Das heißt, die Geometrie ist ein bisschen anders an dem Tag, wo ich den Drop mal gemacht habe mit dem Thomas. Für das Fahrtechnik-Video, was ich euch ja eh verlinke, habe ich schon gesagt.
habe ich mein 2016er, also ein deutlich moderneres Bike genommen. Wegen der Geometrie ist das schon ein Unterschied. Die Federung war damals schon gut und so. Nur es ist halt, wie gesagt, von der Geometrie steiler und kürzer. Lustigerweise, die Totem, die Gabel, die heute gar nicht mehr so üblich ist, die war 2010 bei der Rampage auch noch gängig, weil dann Leute wie Greg Watts oder andere, Jamie Goldman, haben damit Tricks gemacht, Barspins weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall X-Ups und so Dinge, die halt mit der Doppelbrücke nicht gehen. Heute hast du bei der Rampage nur noch Doppelbrücke. Super. Ich habe mich an der Minikante warm gesprungen, bevor ich den anderen Drop mache und jetzt muss ich wieder hier hoch. Das ist auch wieder ein bisschen wie bei der Rampage. Die haben nur ihre Träger, ich nicht. Deswegen muss ich hier selber hochkraxeln. Erst das Fahrrad, Bremse ziehen und hoch. Ha, gehört auch dazu. So, liebe Leute, darf in keinem Drop-Video fehlen. Übrigens inspiriert von Darren Barraclough und Tyler Klassen damals in den Crank New World Disorder Videos. Auch bei der Rampage beliebt. Der legendäre Steinwurf, um die ballistische Flugkurve zu testen, ja. Ich denke mal, es hat auch was mit Windcheck zu tun und die Distanz. Oder einfach nur, weil es lustig ist. Also, da vorne möchte ich landen und dropping it. Ja, keine Windböe. Perfekt. Auch nicht viel Anlauf und dropping it. Woo! Und Rampage Drop. Yehi! Woo! So, hier sieht man in einem Hang schöne Rampage-Linien. Da vorne, da werf noch einen Drop. Wie gesagt, bitte nicht irgendwie durch den Wald fräsen und irgendwelche Spuren hinterlassen. Das kann man alles nachher wieder so lassen, wie es war. Vielleicht ein bisschen Äste wegräumen. Man sieht aber auch da unten, hier sind Baumarbeiten immer. Da fährt immer der dicke Harvester durch, die Riesenmaschine, und macht riesige Spuren. Also wenn wir mal ein paar kleine Drops machen, geht die Welt nicht unter. Man kann kreativ werden und da hinten werden die Drops so richtig hoch. Wenn man hier Kanten findet, wo keine freie Landezone ist oder nicht flach genug, nicht steil genug die Landung, trotzdem mal schön hier lang zu gehen, dann kriegt man mal eine Perspektive. Das, was die Rampage-Jungs noch nicht mal zum Warmmachen tun würden, hier solche Kanten, die haben noch ganz andere Dimensionen. Wenn du dir die Moves der letzten Jahre anguckst, unglaublich. So, liebe Leute, ich bin jetzt hier mit dem Schlusswort für euch. Seid inspiriert. Habt euer Freeride-Auge, euren Freeride-Virus, der euch infiziert hat. Und ihr müsst ja nicht so Kanten wie die hier machen. Hier nochmal Thomas, wenn du das Video siehst. Du hast ja gesagt, du könntest dir vorstellen, mal hier zu droppen. Bist du gern eingeladen? Ich film's dann, ja. Und wir gucken mal, ob wir im Hang noch was finden. Aber hier gibt's echt schöne Kanten und haltet Ausschau. Bis dann und schaut die Rampage am 26. Livestream Oktober.